Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von der deutschen Variante der Beseem Box. Die habe ich hier aus dem Monat Februar. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen in die Box hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die deutsche Variante der Beseem Box kostet 16,90 € pro Box und pro Monat, enthält 5 Beauty-Produkte und wir haben ja auch immer einen Warenwert, der höher ist als das, was man dafür bezahlt, was ich sehr cool finde. Ich bekomme die Box in der Kooperation zur Verfügung gestellt, um sie vorzustellen. Vielen, vielen Dank an das liebe Beseem-Team. Und ich habe irgendwie in letzter Zeit so viele Beseem-Boxen geöffnet. Irgendwie, keine Ahnung, habe ich die französische ja auch im Abo. Die kam dann letzten Monat auch zweimal und irgendwie alles ein bisschen wild hier. Aber gut, jetzt sind wir wieder auf Stand, würde ich mal so sagen. Ich möchte mit euch hier mal zusammen hineinschauen. Weil ich tatsächlich eine Kooperation habe, habe ich zwar jetzt nicht eine Box, die ich verlosen kann von Beseem, aber ich pack euch selber ein Beauty-Paket. So, und das verlose ich halt und alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau super gerne mal vorbei. Und dann, schauen wir mal, was die Beseem-Box im Februar uns zu bieten hat. Falls ihr euch über einen Schatten wundert, Sammy ist hier oben mal wieder mit am Start. Ja, es ist doch manchmal eine etwas herausfordernde Geschichte für ihn mit Baby, ne? Ja, weil heute ist Samstag, das ist immer so mein Drehtag und dann hat mein Freund Julius. Ich gehe dann immer so alle anderthalb, zwei Stunden kurz runter und kann dann stillen und so. Das ist immer ganz entspannt. Und ja, Sammy ist meistens dann mit mir hier oben, weil es ist für ihn einfach wieder so ein bisschen ruhig. Und hier kann er auch so rumtapern, wie er möchte. Ich habe leider nicht die Möglichkeit, das so umzubauen, dass ihr den im Hintergrund sehen könnt. Das ist sehr, sehr schade. Ich weiß das, aber ich weiß nicht. Nee, die Foto habt ihr gerade nicht gesehen, ne? Die hat er nämlich gerade eiskalt hier auf meinen Stuhl gepackt. Ja, er braucht halt auch wieder ein bisschen mehr Liebe und Aufmerksamkeit und die bekommt er definitiv von mir. Agathe Soirée Pour Beseem ist hier irgendwie das Motto, glaube ich, weiß ich nicht. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir hier nicht so ein klassisches Heftchen mit drin haben, wo drin steht, was drin ist. Wir haben zwar hier die Möglichkeit, ein Magazin zu scannen. Hier steht drauf, Love Story ist so das Motto der Box, aber mir fehlt das Heftchen. Ich finde, das war halt auch immer ein Stück weit, ja, Herzenskram, was bei Beseem mit dabei ist, weil man bekommt das Motto, man bekommt auch so ein bisschen, ne, so dieses Drumherum. Aber na, so ist das halt. Und hier haben wir auf jeden Fall die Möglichkeit, die Produkte zu finden. Hier ist noch eine Schublade offen. Und genau. Mensch, Sammy, Fräuchen labert wieder zu viel, ne? Aber ich meine, gut, wir sind hier, um zu reden, ne? Okay, das war der Blick in die Box. Wir haben hier tatsächlich die Möglichkeit, zwar also ein Alternativprodukt zu haben. Entweder von Le Rouge à Ongles, Vernis à Ongles. Das ist ein Nagellack, habe ich auch in einem Lavendelton in meiner Sammlung. Finde ich sehr, sehr schön. Hatte ich mal in der Beseem-Box auch drin. Hier habe ich die Farbe TE1B Popincourt, ja. Eine ganz tolle Marke tatsächlich. Und alternativ hätte man ein Lippenprodukt drin haben können. Das ist halt nach Zufallsprinzip. Ich habe einen Nagellack drin, klassisches Rot. Habe ich jetzt tatsächlich schon in meiner Sammlung, aber ist nicht schlimm. Dann habe ich hier ein bisschen Pflege am Start. Und zwar von Caudalie Thé de Vin. Ein Duschgel mit 30 ml. Seifenfrei. Das ist schön. Traubenduschgel, das werde ich auf jeden Fall verwenden, weil ich mag den Duft von Traube in letzter Zeit super, super gerne. Dann kommt mir das sehr gelegen. Ja, moin. Schach. Das riecht wirklich gut. Ich mag das. Das duftet toll. Ja, das mag ich. Hasse jetzt nicht so, ne, super viel, aber wenn man zum Beispiel so eine Badetasche hat oder so, ich denke zum Beispiel daran, dass wir ja irgendwann auch demnächst Babyschwimmen haben werden und da brauche ich sowieso so kleine Geschichten, die ich dann in eine Duschtasche mit reinpacke und schnell mitnehme. Ja, oh mein Gott, wie will man das denn hinkriegen? Wie will man denn dann duschen und was mache ich dann mit Julius? Ich glaube, das wird auch nochmal eine tolle Herausforderung hier. Dann habe ich ein Produkt in der Box drin enthalten von Rituals und wir freuen uns immer, wenn wir was von Rituals hier drin haben. In Boxen generell. The Ritual of Sakura, Flourishing Hair and Body Mist, Cherry Blossom. Das sind 20 ml. Ja, sowas ist auch immer echt gern gesehen in diesen Boxen, weil das ist auch so ein Spa-Moment. Ich finde, sowas ist echt schön. Aber ich benutze tatsächlich gar nicht so wirklich diese Body Mists oder Hair Mists. Ich bin ja so ganz crazy und mache da einfach mal eiskalt Parfüm auch in meine Haare rein. Soll man nicht, trocknet ja auch aus, aber ne. Ja, das ist eigentlich immer so eine Geschichte für den Sommer ganz gut geeignet, weil das
Body Mist ist immer ein bisschen subtiler und sanfter vom Duft her als jetzt ein Parfüm an sich, ne? Genau. So, zwei haben wir noch. Einmal ist es hier auch was für die Haare von Moroccan Oil, das kennen wir doch auch, das ist super. 10 Milliliter, das ist Arganöl und das macht man sich in die Längen und Spitzen rein und dadurch kann man wirklich die Haare wieder schön pflegen und so eine Art Reparatur halt auch mit reingeben. Ne? Finde ich klasse, mag ich gerne leiden, habe ich auch schon das ein oder andere von hier gehabt und ich weiß auch noch, dass eine Freundin von mir da auch super drauf abfährt. Also deswegen, das ist auch eine gute Geschichte. Achso, man muss natürlich jetzt auch so ein bisschen diese Verbindung zu Love Story sehen. Also quasi, ich mache eine Date Night oder sowas, ne? Da kann man dann entweder so eine Box verschenken oder so eine Box. Rote Nägel, klar, macht Sinn. Dass man vorher duscht, macht auch Sinn. Dass man einen subtilen Duft mit Kirschblüte hat, macht auch Sinn. Und dass man gepflegte Haare hat, macht auch Sinn. Und jetzt gucke ich mal, was das letzte Produkt ist. Oh, das ist hier ein bisschen eingedrückt oben. Ich glaube, das muss so eigentlich nicht. Aber gut, ja, ist hier oben eingedrückt. Von Garancia Real, also noch ein Öl. Ein Gesichtsöl, okay. Ein nährendes, aufplampendes Gesichtsöl. 5 Milliliter Garancia ist, glaube ich, gar nicht mal so super niedrigpreisig. Ja, auch das macht Sinn, dass man halt vorher sein Gesicht pflegt, ne? Also wir haben hier was für die Haare, für das Gesicht, für den Körper, ein bisschen was für die Nägel und das macht schon Sinn für eine Date Night. Ich muss aber ganz ehrlich gestehen, dass ich diese Box gerade nicht so ultimativ feier, weil wir haben ja 5 Produkte drin, aber wirklich 5 sehr, sehr kleine Produkte. Werttechnisch wird es jetzt auch nicht so schlecht aussehen, glaube ich nicht, aber ich bin jetzt von dieser Box nicht ganz so geflasht wie von der letzten zum Beispiel. Die fand ich ein bisschen besser. Ja, süß ist natürlich hier Love Yourself, also es geht nicht nur darum, dass du natürlich auf eine Date Night gehst mit irgendeinem anderen Menschen, sondern du kannst auch eine Date Night nur mit dir selbst haben. Auch da kannst du so eine Box für verwenden, die ich dir eben schon verlinkt habe. Ich kann sie nicht zweimal verlinken, ne? Wow, jetzt habe ich endlich wieder was, was ich bei meinen schlechten Witzen oben im i verlinken kann. Läuft. Egal, auf jeden Fall bin ich hier leider nicht so ganz Fan von der Box, auch wenn die Produkte definitiv zum Motto passen. Aber schreib du mir doch sehr, sehr gerne mal deine Meinung zu der Box in die Kommentare. Da können wir uns echt gerne mal austauschen. Und dann war es das auch hier. Wenn es dir gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen aus diesem Jahr. Da sind schon einige. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!